Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich räume gerade meine Garage auf, weil ich meine Motorräder winterfest gemacht habe und jetzt die dementsprechend einräume, dass ich dann immer ran muss und meine Schneefräse vorn hinstelle, weil wir hier öfter mal die Schneefräse brauchen. Da würde ich euch mitnehmen. Wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, wie ich zu E-Motorrädern stehe. Ich habe ja hier eine Zero-Mütze. Bin von den Motorrädern eigentlich sehr angetan, bin ja schon mal eine gefahren oder mehrere gefahren, auch schon in Testberichte. Und jetzt wollte ich euch mal mein Statement dazu abgeben, weil ich immer öfter höre oder immer also schon sehr oft gehört habe, wie kann man ein E-Auto fahren und dann trotzdem noch solche Verbrenner fahren. Es gibt für mich mehrere Gründe, warum ich momentan nicht bereit bin, auf ein E-Motorrad zu wechseln. Es wird einige verstören, vielleicht. Einige werden sagen, ja, ist genau meine Meinung. Und die schon ein E-Motorrad haben, werden es wahrscheinlich nicht verstehen. Wenn einer ein E-Motorrad kauft, dann ist das eine gute Sache. Wenn er will. Moment, ich habe da gerade eine Meldung. Der Grund, warum dass sie ein E-Motorrad gekauft haben, ist für ihren Zweck wahrscheinlich gemacht. Also das heißt, die meisten hatten einen Verbrenner, sind dann auf E umgestiegen. Ich war ja in Sinsheim bei einem Zero-Händler, da bei diesem E-Mobilitätstage, der war ein Zero-Händler und der war nicht besonders sympathisch, muss ich sagen. Und habe mir so die neuesten Modelle angeschaut, auch wirklich tolle Motorräder. Aber warum fahre ich E-Auto und warum fahre ich kein E-Motorrad? Hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist, und das ist für mich der größte Grund, erstmal ist der Preis. Und jetzt könnte man sagen, ja, der Preis, aber dafür sind es in den Kosten, in den Dauerkosten günstiger, so Unterhalt. Aber sehe ich nicht ganz so, weil ich mir kein Motorrad kaufe, das über 20.000 Euro kostet. Weder als Verbrenner noch als E, auf keinen Fall. Und deswegen bin ich eigentlich persönlich eher pro Verbrenner, was das betrifft. Ich habe hier kein Motorrad stehen. Und ich habe vier Stück, oder wir haben vier Stück, sind aber alles gebrauchte bis auf eine. Und ich kaufe mir kein Motorrad, das teurer ist wie 8.500 Euro. Kaufe ich nicht. Und dafür kriegt man nicht einmal von Zero die FX, die mir dann aber auch zu wenig Motorrad ist. Eine Zero in einem, ja, ich sage mal, in einem akzeptablen Reichweite ist für mich ab, ich glaube, 21.000 Euro. Und ganz ehrlich, das ist mir zu teuer. Dafür kaufe ich mir gerade mal ein Auto, aber kein Motorrad. Zweiter Grund ist die Reichweite. Warum die Reichweite? Weil mein Schwiegervater, wenn wir zu dem fahren, mit dem Motorrad fahren, halt so weit weg wohnt, dass man vielleicht gerade noch gut einigermaßen gut zurückkommt. Vielleicht, wenn man direkt fährt. Wenn man aber einen indirekten Weg fahren will, man sagt, mit Stunden ist auch schön, fahren wir so rum, fahren wir halt so rum und nächste Woche fahren wir so rum, dann wird es schon knapp und ich will nicht immer auf die Restreichweite schauen und schauen, dass ich irgendwie noch heimkomme. Oder wenn ich von hier zur Kati fahre, was vielleicht einige kennen es von euch, die Kati, das ist ein großer Motorradtreff, ist ein alter Bauernhof, eine Brauerei. Da ist im Sommer an einem Samstag, Sonntag sind da auch, keine Ahnung, 1500 Motorradeln. Und das sind einfach von mir aus mit ein bisschen Kurbeln fahren, ist das halt 90 Kilometer weg. Und mit viel Glück könnte man es schaffen wieder heimwärts, aber mit viel Pech auch nicht. Und ich bin nicht bereit, so viel Geld auszugeben, wenn ich damit eventuell nicht wieder heimkomme. So wie ich mir das vorstelle, weil ich habe auch keinen Bock, dass ich an einer Ladesäule fahre. Das, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre ein Motorrad in einer 125er Klasse, damit ich hier von hier in die Arbeit hin und her kutschieren kann, zum Beispiel mein Auto nicht brauche, zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit.
was ich mir zum Beispiel auch immer denke, ich fahre ja eigentlich nur noch, oder so richtige Touren fahre ich ja nicht mehr, sondern ich fahre eigentlich so kleine Feierabendrunden. Und die Feierabendrunden sind ja so um die 100 Kilometer, sag ich jetzt einmal. Dafür würden es reichen, aber dafür gebe ich gerade 22.000 Euro. Also habe ich einfach keinen Bock. Tja, wir haben Hunde, die bellen, und wir haben Hunde, die beißen. Nein, haben wir nicht. Fange ich mal an, stelle ich mal die Burschen einigermaßen zurück. Jetzt wird wahrscheinlich gleich mein Telefon aufgeben, aber wir werden es sehen. So. Ich habe Motorradleidenschaft, seitdem ich 16 bin, und da hinten sieht man mein Herkules, die ich halt schon längere Zeit habe. Ich bin mit der dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nicht gefahren. Warum bin ich nicht gefahren? Weil das ein Zweitakter ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Zweitakter ist für mich gestorben. Die Zeit ist vorbei. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr, mit einem Zweitakter rumzufahren. Ich habe den Motor machen lassen vom Oliver Hoppe. Und der Oliver Hoppe, der hat einen eigenen YouTube-Kanal. Und das ist ein Koryphäe, was Zweitaktmotoren von Sachs betrifft. Da kann ich mal verlinken. Habe ich schon mal. Der kennt sich gut aus. Der hat wirklich viel Ahnung von dem Zeug. Servus! Hat wirklich viel Ahnung von dem Zeug. Aber für mich ist die Zeit der Zweitakter, ganz ehrlich, für mich ist die vorbei. Leistung ist egal, aber das stinkende, knatzende Zeug, da habe ich persönlich eigentlich überhaupt keine Lust mehr. Und deswegen bin ich die dieses Jahr überhaupt nicht gefahren. Und ich werde sie wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht fahren. Ich habe was vor mit dir, mal schauen. Verkaufen werde ich es nicht, weil das ist eine Jugenderinnerung, die ich jetzt nicht so einfach hergeben will. Aber ich muss mal gucken, wie man das dann genau mit dir macht oder was man mit dir macht. Habe schon ein bisschen was vor, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist jetzt einmal hier die MT-01, das ist die CB650R, das ist das von meiner Frau, das ist die einzige neue, die wir da haben. Und ja, E-Motorrad. Das ein großes Thema, warum dass ich nicht unbedingt E-Motorrad-Fan bin, ist, wo stelle ich die jetzt hin, dahin, ist, dass ich... Ja, und jetzt werden mich die meisten für verrückt halten. Wahrscheinlich werden sie jetzt sagen, jetzt dreht er durch, der alte Mann mit Bart. Die E-Motorräder, die sind mir zu laut. Jetzt werden viele wahrscheinlich schon die Nummer anrufen von den Männern mit den weißen Westen und den weißen Turnschuhen. Aber es ist für mich persönlich... Ist mir das Motor oder sind mir die meisten Motorräder zu laut? Wenn ich eh fahre, und ich kann euch mal was einblenden. Wenn ich eh fahre, dann will ich wirklich leise fahren. Ich habe keinen Bock, dass ich da so surrend rumfahre. Genau, so, genau. Dass ich da so summend rumfahre, weil mir dafür das E-Motorrad viel, viel, viel zu laut ist. Ich bin mit dem E-Auto fahre ich leise, möchte so leise wie möglich fahren. Beim E-Motorrad ist es einfach so, du hast keinen Radnabenmotor in dieser Klasse, Leistungsklasse, sondern du hast immer einen Primärantrieb. Und ein Sekundärantrieb. Und der Sekundärantrieb ist meistens Kette oder Riemen und die sind immer zu laut. Und bei der Zero, wenn ich Gas gebe, höre ich einmal das Surren und das Säuseln auf dem Motor her. Geht mir auf Dauer auf den Nerv. Ist einfach so. Ist so. Meine Meinung. Ja. Dieses Säuseln und hohe Frequenzgeräusch ist jetzt nicht so meins. Und
wenn ich ein E-Motorrad fahre, möchte ich das leise fahren. Und ich bin auch schon Radnabenmotoren gefahren, also Motorräder mit Radnabenmotor, und die hört man halt fast gar nicht. Da ist fast kein Laufgeräusch außer Reifen. Und den Motor hört man minimal, also aber so fast gar nicht. Das macht mir schon wieder mehr Spaß und mehr Spaß im Endeffekt zum Umfahren. Preisklasse ist klar, so ein E-Motorrad in der Preisklasse um 6.000 Euro ist schon heftig. Dafür kriegt man halt gerade mal so, ja, so eine Art 125. Die Tinbot zum Beispiel, die Tinbot Ranger, glaube ich, heißt die wird mir gefallen. Das ist ein Enduro. Oder auch die Suron, ja, die ist eben günstiger, ist aber auch eine kleine 50er mit einem kleinen Nummerntafel. Und ja, weiß ich nicht, kommt man auch nicht recht weit. Aber solche Teile sind für mich noch interessanter. Aber richtige Motorräder, E-Motorräder, die mir einen von diesen Motorrädern da ersetzen sollen oder könnten, sehe ich jetzt erst einmal auf Dauer nicht. Vielleicht kommt nächstes Jahr wirklich so eine Art 125er oder ich probiere was anderes aus. Da habe ich schon was im Kopf ein bisschen. Aber jetzt kommt nächstes Jahr erstmal an das Auto und dann schaue ich, was übrig bleibt. Und dann wird es vielleicht irgendwas Elektrisches auch hier in dieser Garage geben, weil ich schon pro Elektromotorrad bin in dem Sinn. Aber halt, ich sehe noch keine für mich zur jetzigen Zeit. Im E-Auto-Bereich bin ich bereit, Kompromisse einzugehen, das keine großartigen Kompromisse für mich sind. Im E-Motorrad-Bereich, ja, da bin ich eher kompromisslos. Also da will ich keine Kompromisse eingehen. Und ja, das ist ein Stinker und ja, wird auch irgendwann mal zeitlich soweit sein, dass man die vielleicht hergeben muss. Ich weiß nicht, was dem Staat noch alles einfällt, dass man sagt, oder dass er sagt, hey, alles, was vor Euro 2, Euro 3 ist, darf nicht mehr gefahren werden. Lacht es nicht, ich traue dem Staat mittlerweile alles zu. Und wenn ich mir dann ein neues Motorrad kaufen müsste, dann wäre es auch kein E. Selbst wenn ich die jetzt alle hergeben würde, würde ich mir eher, also für mich so ein faszinierendes Motorrad ist die Kawasaki W800, weil das ist das einzige Motorrad, ich mache ein Bild rein, das ist das einzige Motorrad, das ich kenne noch, auch modernes Motorrad, das einen Königswellenmotor hat. Und das ist schon, finde ich schon easy geil. Und deswegen würde ich auch, wenn ich die alle verkaufen müsste, mir trotzdem nochmal einen Verbrenner holen. Einen modernen halt, okay, aber dann auch keine große, weil die 48 PS von der W800 reichen mir überall hin, weil die Honda CB400N da, die hat ja auch bloß 44 oder 43 PS und die fahre ich auch nicht aus, weil ich halt so ein Motorradfahrer bin, die halt gemütlich fährt. Ich will einfach gemütlich fahren. Jetzt tue ich meine Schneefräse noch rein und dann kann der fucking Winter kommen und ich kann es euch sagen, mir geht er jetzt schon auf den Keks, obwohl er noch nicht einmal da ist. So, sehr schön. Komme ich gut ran. Mein Ladegerät hängt auch schon bereit, dass wir die Mopeds immer wieder aufladen können. Dementsprechend hätten wir es eigentlich schon. Ja, das war jetzt erstmal von mir ein kleines Statement über E-Motorräder. Wenn ihr die gleiche Meinung seid oder auch eine andere Meinung seid, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich darf mich freuen über jeden, oder ich freue mich über jeden Kommentar, auch wenn er nicht meine Meinung ist. Ist ganz normal. Meine Frau wartet mit Kaffee und Kuchen auf mich. Wartest du mit Kaffee und Kuchen auf mich? Ich denke ja. Also, das war's. Schönen Tag noch. Ich wünsche euch viel Spaß. Peace. Servus, sagt Locker, euer Fokker.